Erzähl mal. Also wir sind gerade aus dem Megapark gekommen, sind dann hierher gekommen. Das war so 12:30. Und da vorne steht das Boot noch. Da auf der Höhe vom Boot war es ungefähr, dann ist das Seil gerissen. Dann ist hier über den Strand. Ich stand das erste Mal am Strand aufgekommen. Dann ist er ein paar Meter über den Strand zugeworfen, hier an diese Mauer zum ersten Mal geklatscht, wo der Eimer steht. Und dann ist nochmal eine Windböe gekommen. Und dann ist der Schirm nochmal hoch und dann ist er gegen den oberen Pfosten, gegen diesen Laternenpfosten. Und dann ist bis da hinten an dieser Palme ist er dann hängen geblieben. Es waren zwei, es war eine? Es waren zwei Frauen. Zwei Frauen. Dann, wie lange hat es gedauert mit dem Krankenwagen? Einer war relativ schnell da, aber bis die dann letztendlich dann hier wegfahren sehen, hat bestimmt eine Dreiviertelstunde gedauert. Also die haben ewig auch gebraucht, bis sie stabil war. Die Frau, die eine, die hat es ziemlich übel verwischt, die hat auch aus den Ohren blutet und aus der Nase. Und ja, da ging, glaube ich, bei der nicht mehr viel. Okay, und wie viel Uhr war das ungefähr? So 12:30 Uhr.